So, meine Damen und Herren, wir hatten beim letzten Mal ein Thema beendet, die sogenannten B-Bäume oder Bayer-Bäume. Die grundlegende Datenstruktur für jedes Datenbanksystem der Welt. Was wir jetzt uns anschauen, ist eine weitere grundlegende Datenstruktur. Eine Datenstruktur, die sich auch in jedem Datenbanksystem der Welt findet, aber nicht als die Grundstruktur, sondern als eine zusätzliche Indizierungsstruktur. Aber das ist nicht die einzige Anwendung hiervon. Diese sogenannten Hash-Tabellen haben ihre Hauptanwendung überall da, wo es darum geht, so etwas wie wörterbuchartig Informationen abzulegen. Was heißt wörterbuchartig? Wenn Sie sich ein Wörterbuch anschauen, egal welcher Art, sagen wir zum Beispiel ein Übersetzungswörterbuch von Deutsch ins Englisch oder von Englisch ins Deutsch oder ein Lexikon oder ein Glossar. Es ist immer dieselbe Grundlogik. Sie haben eine lange Liste von Schlüsselwerten, zum Beispiel in einem Lexikon die Begriffe, die Sie erklären wollen in dem Lexikon. Und zu jedem dieser Schlüsselbegriffe, zu jedem dieser Schlüsselwerte haben Sie eine zugehörige Information, die Sie zusammen mit dem Schlüsselwert irgendwie ablegen. Und die normale Zugriffsmöglichkeit, die Sie haben wollen, ist die, Sie haben den Schlüsselwert, geben den in die Sammlung hinein, in die Datenstruktur hinein und bekommen die Information, die zu diesem Schlüsselwert abgelegt ist, zurück. Ja, Lexikon, Sie geben den Begriff, den Sie sich erklären lassen wollen, ein und bekommen die Information, die zu diesem Begriff abgelegt ist, die erklärende Information, was dieser Begriff eigentlich bedeuten soll, zurück. Oder in einem Deutsch-Englisch-Wörterbuch. Sie geben den deutschen Begriff ein und bekommen die ganze Information zurück, was das alles auf Englisch heißen soll, mit den zugehörigen Informationen, was Sie halt typischerweise in einem solchen Wörterbuch dann als Information finden. Oder es muss nicht immer ein String sein als Schlüsselwert. Denken Sie beispielsweise im Rahmen eines Bankverwaltungssystems, also Kontoverwaltungssystems. Sie geben die Kontonummer ein und bekommen die Informationen, die für dieses Konto gespeichert sind, zurück. Oder mein gerne benutztes Beispiel: Studierendenstammdaten. Sie geben die Matrikelnummer eines Studierenden ein und bekommen die Informationen zurück, die zu diesem Studierenden in den Stammdaten gespeichert sind. Eine Feinheit muss man natürlich dabei noch berücksichtigen. Sie können ja einen Schlüsselwert eingeben, der gar nicht drin gespeichert ist, zu dem keine Information drin gespeichert ist. In dem Fall soll natürlich eine Information zurückgegeben werden, dass zu diesem Schlüsselwert keine Information vorhanden ist. Also Sie geben eine Matrikelnummer ein von einem Studierenden, der gar nicht existiert, eine nicht existierende Matrikelnummer, und bekommen natürlich nicht die Studierendenstammdaten, die dazugehören, zurück, sondern Sie bekommen die Information zurück, zu dieser Matrikelnummer gibt es keinen Studierenden. Oder Sie geben in ein Wörterbuch einen Begriff ein und bekommen die Information zurück. Dieser Begriff ist nicht in diesem Wörterbuch enthalten, dazu gibt es keine Information. So, das ist ein grundsätzliches Szenario. Und wir werden erst einmal in diesem Foliensatz hier ein ganz kleines illustratives Beispiel durchgehen. Wie üblich steht dieses kleine Beispiel nur stellvertretend für Beispiele, die um etliche Größenordnungen größer sind. Ja, denken Sie Studierendenstammdaten. Wir haben Größenordnung sowas wie 25.000 Studierende, soweit ich informiert bin. Das wäre die Größenordnung, die wir hier speichern wollen. Nicht so hier bis zu 13, die hier Platz haben. So, Sie sehen schon hier angedeutet, Hash-Tabellen, das ist im Prinzip organisiert in Form von Arrays. Eine Hash-Tabelle ist ein Array. Der Unterschied ist aber der, dass die Platzierung der einzelnen Elemente
nach ganz anderer Logik folgt, als Sie das beispielsweise in der Array-List gesehen haben. Ja, da haben wir die Platzierung gehabt an Index 0, das erste Element, das wir einspeichern, an Index 1 würden wir das zweite Element einspeichern, an Index 2 das dritte Element und so weiter und so fort. Hier ist die Logik eine völlig andere, mit dem Ergebnis, dass die Zugriffszeiten im Regelfall sehr viel besser sind. Und erst einmal gehen wir, wie gesagt, hier ein Beispiel durch. Wir haben einen Index mit 13 Komponenten. Also in Java hieße das, der Indexbereich dieses Arrays wäre von 0 bis 12. Und wir haben hier dieses Groß N, wir haben momentan noch 0 Elemente gespeichert. Wir haben noch kein einziges Element gespeichert. Wir haben ja gerade erst die Hash-Tabelle eingerichtet. Da ist noch nichts drin. Jetzt speichern wir unser erstes Element ab. Das überspringen wir kurz, da kommen wir später nochmal wieder drauf zurück. Hier unser erstes Element. Und zwar habe ich mir das jetzt einfach gemacht. Ich habe als Schlüsselwert jeweils einen englischen Begriff hergenommen und das wird bei Obstsorten auch bleiben. Das ist nicht nur bei dem ersten Beispiel so, sondern es wird bei Obstsorten auch bleiben. Das ist der Schlüsselbegriff. Und hier wäre in einem englisch-deutschen Wörterbuch, das ist der Schlüsselwert, den Sie nachschlagen können, hier wäre dann damit verbunden, gespeichert, alles zusammen, die zugehörige Information, wobei ich hier zu Zwecken der Illustration natürlich nicht das alles hier reinschreibe, was typischerweise in einem Englisch-Deutsch-Wörterbuch jetzt unter dem Stichwort Apple stehen würde, sondern einfach nur stellvertretend die naheliegende deutsche Übersetzung Apfel. Also Schlüsselwert, Information. In realen Kontexten wäre der Schlüsselwert typischerweise so einfach wie hier. Denken Sie auch an das Beispiel Matrikelnummer oder Kontonummer nochmal. Das ist auch nicht komplexer strukturiert. Information würde dazu typischerweise beliebig kompliziert, beliebig länglich sein. Hier nur beispielhaft ganz kurz. So, also Sie sehen, ein erstes Element ist gespeichert. Wo ist das jetzt gespeichert? Das werden wir im Detail genauer diskutieren, wenn wir das Beispiel durchexerziert haben. Für uns ist zunächst einmal einfach hier irgend so eine Blackbox, irgend so eine schwarze Box, irgend so eine Methode verantwortlich, die Apple, den Schlüsselbegriff, den Schlüsselwert, als Input bekommt, als Eingabe bekommt und einen Index dieser Hash-Tabelle herausgibt. Also einen Wert zwischen 0 und 12 herausgibt. Wie gesagt, wie dieser Wert berechnet wird, da gibt es natürlich sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Wir werden das systematisch diskutieren. Und hier ist natürlich eine dieser vielen Möglichkeiten verwendet worden. Wie das genau funktioniert, werden wir auch noch sehen. Momentan ist das für uns gerade hier eine Blackbox. Apple rein, Index raus. So, jetzt Orange, dieselbe Funktion. Wenn sie Orange reinbekommt, gibt sie auch wieder irgendeinen eindeutigen Index aus dem Indexbereich 0 bis 12 heraus. Zufällig gerade der direkt daneben. Also Sie sehen hier grau unterlegt, das ist die Stelle, wo wir gerade Apple eingespeichert haben. Deshalb ist das jetzt grau besetzt. Ja, alle Komponenten des Arrays, wo wir schon etwas eingespeichert haben, sind dann auch im Weiteren grau markiert, um anzudeuten, die sind besetzt. Da können wir keinen weiteren Wert hineinspeichern. Jetzt speichern wir hier Orange ein. Und Sie sehen, hier haben wir Orange eingespeichert, hier haben wir Apple eingespeichert. So, jetzt kommen wir hier schon zu dem Grundproblem der ganzen Sache. Bei den ersten beiden Schlüsselwerten, die wir eingespeichert haben, Apple und Orange,
war überhaupt kein Problem. Ja, der eine kam auf den einen Index, der andere kam auf den anderen Index. Aber das geht so natürlich nicht. Ja? Selbst wenn Sie vorher wissen, dass Sie nicht mehr als 13 Obstsorten da einspeichern werden, kann es Ihnen natürlich passieren, diese Funktion, die bekommt einfach jetzt die Birne und berechnet damit dafür für die Birne einen Wert zwischen 0 und 12. Ja? Das ist eigentlich kaum denkbar, dass man, also die hat nichts an, diese Funktion hat nichts anderes als Information jetzt als die Birne. P-E-A-R. Und das bedeutet, es ist nicht unter Kontrolle zu halten, ob jetzt wieder ein anderer Index genommen wird oder ob zufällig derselbe Index genommen wird wie vorher beim Apfel. Und das Beispiel ist so konstruiert, dass hier schon das Problem auftritt, eine Kollision. Da, wo diese Methode, diese Funktion F1 den Apfel hingetan hat, da möchte sie auch gerne die Birne hintun. Aber da ist kein Platz mehr, weil da schon der Apfel ist. Wir haben eine Kollision und diese Kollision muss aufgelöst werden. Auch dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier in diesem Beispiel habe ich mich dafür entschieden, die einfachste Möglichkeit zu nehmen, nämlich hier war eben F1 der erste Versuch. Wenn der nicht klappt, dann eben den zweiten Versuch, einen zweiten Versuch zu machen, eins weiter. So, dann sehen Sie, hier sind, was war das jetzt? Hier Orange, hier Apfel und hier Birne. Birne hätte eigentlich hierhin gehört, durch Funktion F1, war schon belegt, also ein Schritt weiter nach rechts geschaut, da war Platz, da ist dann die Birne und die Banane kann wieder kollisionsfrei abgespeichert werden in diesem Index. Beispiel so konstruiert, dass das jetzt hier kollisionsfrei passiert. So, nächstes Beispiel, was wir einfügen wollen, die Aprikose. Da ist das Beispiel so konstruiert, dass die Funktion F1 die Aprikose hier an den Index 1 setzt. Keine Kollision, denn hier war noch nichts gespeichert. Und Sie sehen schon, hier wird immer mit Buch geführt. 1, 2, 3, 4 vorher besetzt und jetzt mit der Aprikose ein fünftes besetzt, deshalb n gleich 5. So, jetzt wieder eine Kollision. Hier war, habe ich schon wieder vergessen, die Banane war, glaube ich, da eingespeichert, wenn ich mich recht entsinne. Und die Pflaume soll ebenfalls da eingespeichert werden, weil F1 eben nicht, weil das nicht unter Kontrolle, wenn F1 nur die Pflaume als Eingabe bekommt und nichts davon weiß, dass da vorher eine Banane gespeichert schon war, lässt sich das nicht unter Kontrolle halten, dass jetzt die Pflaume wieder an denselben Index kommen soll. Aber was natürlich nicht geht, eine Kollision. Und wir haben eben schon gesehen, wie die Kollision zu behandeln ist. Nämlich, indem wir eins weiter gucken, eins weiter nach rechts. Und hier stellen wir fest, da ist noch Platz, da ist noch nichts belegt an diesem Index, da packen wir die Pflaume hinein. Sie können sich natürlich vorstellen, das ist jetzt in diesem Beispiel nicht so richtig drin, zum Beispiel, wenn jetzt eine Kollision hier wäre, ja, wenn das nächste einzuspeichernde, der nächste einzuspeichernde Schlüsselwert hier einzuspeichern wäre, dann ist hier eine Kollision, dann guckt er eins rechts, dann ist hier schon wieder eine Kollision, dann muss er wieder eins rechts schauen, dann guckt er hier, ist wieder eine Kollision, wieder eins rechts, ist wieder eine Kollision, eins rechts, schon wieder eine Kollision, nachdem wir die Pflaume eingespeichert haben, noch einmal nach rechts, endlich ein freier Platz. Also Sie sehen schon, diese Art der Kollisionsbehandlung ist nicht die absolut beste. Wir werden bessere Kollisionsbehandlungen noch sehen. Für dieses Beispiel soll diese einfach zu durchschauende Kollisionsbehandlung erstmal bleiben. Eine Frage dabei natürlich noch, was passiert, wenn wir jetzt hier immer weiter nach rechts schauen und hier am Ende angelangt sind und hier wäre auch besetzt. Na, dann schauen wir hier vorne,
weiter. Also wenn wir den Index 12 haben und hier haben wir immer noch eine Kollision, wenn wir dort eine Kollision feststellen, dann schauen wir nicht nur bei Index 13 weiter, denn Index 13 gibt es nicht in diesem Array, sondern wir gucken hier bei Index 0 wieder und gehen von hier aus dann immer weiter. Das ist das ganze Bildungsprinzip, wie man Elemente einspeichert. Und Sie sehen auch anhand dieses Beispiels schon im Prinzip, naja, es kann so schlechte Fälle passieren, wie ich eben skizziert habe. Hier eine Kollision, dann hier, dann hier, dann hier, dann hier und hier endlich ein freier Platz. Aber das, was wir bisher eingespeichert haben, da haben wir immer nur eine Kollision maximal gehabt. Und danach war es dann tatsächlich so, der nächste Platz, den wir uns angeschaut haben, die nächste Komponente war frei. Also das deutet schon auf das hinaus, auf das hin, womit wir uns dann systematischer noch beschäftigen werden, nämlich, dass wenn man diese Funktionen, wo man beim den ersten Mal versucht, wo man als erstes schaut, ob es frei ist und dann als zweites und dann als drittes und dann als viertes, wenn man das geschickt definiert, wenn man das geschickt auswählt, dann wird man mit sehr, sehr wenigen Kollisionen im Durchschnitt die einzelnen Elemente einfügen können. Hier noch der Pfirsich, zufällig auch hier gerade kollisionsfrei. Die Zitrone, hier zufällig kollisionsfrei. So, das war jetzt der Aufbau unseres Wörterbuches. Ja? Wir haben erst einmal ein leeres Wörterbuch eingerichtet. Wir wissen natürlich vorher, wie viele Schlüsselwerte wir speichern wollen. Dementsprechend können wir das Wörterbuch, sprich dieses Array, dimensionieren. Wobei Sie sich auch vorstellen können, das werden wir dann nochmal analysieren, es macht guten Sinn, mehr Platz zu reservieren, viel mehr Platz zu reservieren, als wir dann am Ende brauchen. Ja, wenn Sie in Ihrem Wörterbuch 10.000 Schlüsselwerte speichern wollen, dann macht es durchaus Sinn, 11.000, 12.000, 20.000, wenn Sie großzügig sind, 30.000, 40.000 Komponenten in Ihrem Array zu haben. Denn Sie können sich sicherlich vorstellen, je dünner besetzt diese Hash-Tabelle ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit für Kollisionen. Und je geringer die Wahrscheinlichkeit für Kollisionen ist, umso schneller kommt man zu einem Schlüsselwert hin. Das war jetzt der Aufbau. Schrittweise einen Schlüsselwert nach dem anderen einfügen. Immer nach derselben Regel. Erster Versuch, wenn da frei, dorthin. Wenn dort nicht frei, zweiter Versuch, wenn dort frei wiederum ist, dorthin, wenn nicht, dritter Versuch und so weiter. So, aber das Eigentliche, was wir hier machen wollen, ist, nachdem das Wörterbuch aufgebaut ist, dass wir darin Schlüsselwerte finden wollen. Also genauer gesagt, wir geben einen Schlüsselwert ein, zum Beispiel Orange, und wollen die dazugehörige Information herausbekommen aus diesem Wörterbuch. So, und hier sehen Sie ein schönes Beispiel. Was machen wir, um einen Wert zu finden? Naja, wir machen exakt dasselbe wie beim Einspeichern. Dort, wo wir beim Einspeichern den ersten Versuch gestartet haben, an der Komponente, an dem Index der Hash-Tabelle, dort starten wir auch den ersten Versuch, ob da nicht dieser Wert, den wir suchen, Orange, zu finden ist. Und in diesem Beispiel ist es tatsächlich so, der allererste Versuch hat schon funktioniert, denn wir haben Orange ohne Kollisionen einfügen können. Jetzt gibt es aber die andere Situation, Sie wollen die Pflaume finden und Sie erinnern sich vielleicht, oder konnten wir die Pflaume nur mit Kollisionsbehandlung einspeichern. Dort, wo wir zuerst die Pflaume hintun wollten, erster Versuch, da war die Banane schon. Und genau dieselbe Situation haben wir jetzt beim Finden. Wenn wir die Pflaume finden wollen, wir gucken uns erst an, wo war
wo war der erste Index beim Einfügen? Der war hier und stellen fest, an dieser Stelle steht nicht die Pflaume, sondern da steht die Banane. Jetzt folgen wir derselben Kette. Genau dieselbe Kollisionsbehandlung, weil wir ja wissen, wenn die Pflaume tatsächlich drin ist und nicht hier drin, und hier wurde zuerst, dann wurde zuerst hier geschaut, dort ist sie nicht drin, dann wurde hier geschaut, dort ist sie drin und dort haben wir sie gefunden. Ja, mit zwei Versuchen haben wir die Pflaume gefunden. Vergleichen Sie das mal mit der Vorstellung, Sie müssten immer von links nach rechts durch Array durchgehen, um jedes Element, das Sie gespeichert haben, zu finden. Ist doch ein deutlicher Unterschied, nicht? Wenn wir das hinbekommen, dass das typische Verhalten tatsächlich so ist, dass mit ganz wenigen Kollisionen, mit ganz wenigen Versuchen jedes einzelne Element gefunden wird, das wir eingespeichert haben, jeder einzelne Schlüsselwert, dann haben wir da doch eine gute Laufzeit hingekriegt. Und genau das ist der Sinn von Hash-Tabellen. Was heißt das Wort to hash? Das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um darauf auf den Namen einzugehen. To hash heißt hier so viel wie verstreuen. Wir versuchen, die Indizes so zu verstreuen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit nicht allzu viel Kollisionen passieren beim Einfügen und dann entsprechend beim Finden. So, jetzt noch der Fall, dass wir einen Schlüsselwert suchen, der gar nicht drin ist. Ja, kann ja auch passieren. Wie gesagt, eine Matrikelnummer falsch eingetippt, die Matrikelnummer mit einem Zahlendreher drin oder so etwas. Und das System soll dann natürlich ausgeben, wenn das keine echte Matrikelnummer ist, eben, dass es keinen Eintrag dazu gibt. So, die Mango haben wir nicht eingespeichert. Wir suchen sie aber trotzdem. Und das Beispiel ist so konstruiert, dass dieser erste Versuch genau da landet, wo die Aprikose eingespeichert war. Also eine Kollision. Der Algorithmus zum Finden des Schlüsselwertes mit der zugehörigen Information, der weiß natürlich nicht, dass die Mango nicht drin ist. Woher soll das wissen? Wir durch unsere Draufsicht können bei so einem kleinen Beispiel natürlich sehen, dass die Mango nicht drin ist. Aber der Algorithmus weiß das nicht. Der stellt nur fest, aha, an dieser Stelle ist die Aprikose, falls die Mango drin ist. Er weiß es ja nicht, ob oder nicht. Falls die Mango drin ist, dann muss ich sie als nächstes dort suchen, wo ich eben auch beim Einfügen den nächsten Versuch gemacht habe. Also in dieser einfachen Kollisionsbehandlung, die wir hier in diesem Beispiel haben, eins weiter und stellen fest, hier ist leer. Dort haben wir nichts eingespeichert. Jetzt weiß der Algorithmus, dass die Mango nicht gespeichert sein kann. Warum weiß der Algorithmus das? Naja, hier eins vorher, hier war der erste Versuch. Wenn die Mango eingespeichert worden wäre, dann hätte der Algorithmus zuerst hier gesucht. Also falls die Mango eingespeichert ist, dann ist sie nach der Aprikose eingespeichert worden und hier wäre eine Kollision gewesen. Und der nächste Versuch wäre, die Mango einzuspeichern, wäre hier gewesen. Hier ist jetzt frei, also war auch vorher, zu dem Zeitpunkt, als die Mango eingespeichert worden wäre, wäre hier frei gewesen. Also wissen wir, da sie nicht dort ist, kann sie nicht eingespeichert gewesen sein. Der Algorithmus kann hier abbrechen und zurückliefern die Information, sorry, es gibt keine Information zur Mango, die Mango ist nicht drin. Hier sehen Sie eine wichtige Begrenztheit dieser Datenstruktur, nämlich wir können hier nicht unbedingt sinnvoll löschen, weil wenn Elemente gelöscht werden, dann funktioniert diese Logik nicht mehr. Wenn ein Element gelöscht werden kann, dann kann es ja durchaus sein,
dass hier, als die Mango eingespeichert wurde, ein hier Inhalt drin war, sodass die Mango noch irgendwo weiter weg gespeichert worden wäre. Und die Tatsache, dass hier in diesem roten, in dieser roten Komponente, dass die leer ist, sagt uns nichts mehr. Sie sagt uns nicht mehr, dass die Mango nicht drin sein kann. Es gibt Varianten von Hash-Tabellen, in denen man nicht nur einfügen und suchen, sondern auch löschen kann, mit denen, das ist auch gar nicht so kompliziert, sich vorzustellen, wie man das organisieren kann, wie man Hash-Tabellen so erweitern kann, dass man auch löschen kann. Aber hier in dieser Einführungsvorlesung kommt es erstmal auf das Grundprinzip an. Deshalb betrachten wir nur den Fall, dass Hash-Tabellen, dass man Hash-Tabellen einfügen und natürlich suchen kann, aber nicht löschen. Also die Varianten, wo man auch löschen kann, sind einfach nur komplizierter, bringen aber jetzt nicht unbedingt zusätzlichen Erkenntniswert meines Erachtens. Aber das ist ja auch die Situation in vielen, vielen Anwendungsszenarien. In den Anwendungsszenarien, in einigen Anwendungsszenarien, die ich benannt habe, Wörterbuch, ja, da wird man keine Begriffe löschen wollen. Wozu will man Begriffe löschen? Höchstens irgendwann in einer Neuedition, dass man die Schlüsselwertmenge in einer Neuauflage revidieren will, aber dann wird man sowieso wahrscheinlich die gesamte Hash-Tabelle nochmal neu aufbauen. Und das Beispiel Matrikelnummern, da wird man sicherlich auch, man wird jedes Semester die Hash-Tabelle nochmal neu aufbauen, was ja nun keine Laufzeit erfordert, einmal pro Semester so eine Tabelle mit 25.000 Einträgen aufbauen, das ist ja nichts. Und zwischendurch während des Semesters, selbst wenn ein Studierender exmatrikuliert wird während des Semesters, wird man vermutlich nicht diese Matrikelnummer rauslöschen aus der Hash-Tabelle, sondern man wird sie drin lassen mit dem Vermerk exmatrikuliert oder so etwas in den Informationen, die zu der Matrikelnummer gespeichert sind. Ja, also es ist das so, diese einfache Variante, die ich hier vorstelle, ohne die Möglichkeit zu löschen, ist schon für die meisten Anwendungsszenarien von Hash-Tabellen eigentlich völlig ausreichend. So, damit bin ich mit diesem Beispiel soweit durch. Ich lasse das mal noch offen für den Fall, dass wir darauf nochmal zurückkehren wollen. So. Wie kann man jetzt sinnvoll diese Funktion, die wir jetzt eben als Blackboxes gesehen haben in dem Beispiel, wie kann man die sinnvoll definieren? Was kann man da sinnvoll implementieren? Hier auf dieser Folie sehen Sie erst einmal die sinnvolle Herangehensweise, die man typischerweise macht, wenn Sie so etwas haben wie beispielsweise Matrikelnummern oder Kontonummer, Sozialversicherungsnummer, Steuernummer, ja, nicht negative ganze Zahlen. Was machen Sie da sinnvoll? Was ist der Standard, wie Sie das typischerweise, wie Sie daraus aus einer solchen Zahl, also solchen Schlüsselwert, der eine nicht negative ganze Zahl ist, wie Sie daraus eine Adresse zwischen 0 bis nmax minus 1 generieren? Wir wollen streuen, wir wollen möglichst streuen. Das heißt, Sie nehmen den Schlüsselwert her und machen damit irgendeine arithmetische Operation. Es ist ja auf dieser Folie, ist der Schlüsselwert ja eine nicht negative ganze Zahl. Sie nehmen sich den her und machen damit eine arithmetische Operation, die dafür sorgt, dass zwei Schlüsselwerte, die sehr nah beieinander sind, trotzdem weit auseinandergehen. Und es hat sich etabliert als einfache, aber doch schon typischerweise ausreichende Methode, den Schlüsselwert zu multiplizieren mit einer größeren positiven Zahl, sodass Sie eigentlich eine recht große Zahl haben. Und dann das Ergebnis dieser Produktbildung müssen Sie jetzt noch auf den Indexbereich des Arrays abbilden, von 0 bis nmax minus 1. Wie bilden Sie eine große Zahl auf einen solchen Indexbereich von 0 bis irgendwas ab?
indem sie Modulo nehmen, die mathematische Modulo-Operation. Das heißt also, bei ganzzahliger Division mit Rest eben der Rest, der übrig bleibt. Der Rest, der übrig bleibt, wenn Sie dieses Produkt C mal K ganzzahlig dividieren durch die Größe des Arrays n max, gibt Ihnen automatisch eine Zahl zwischen 0 und n max minus 1. Was ich hier schon sagen kann, vielleicht ist, wie definiert man eigentlich sinnvoll dieses C und auch das n max? Da gibt es aus der mathematischen Analyse von Hashtabellen eine ganz klare Aussage. Ideal für dieses Streuverhalten, um möglichst wenige Kollisionen zu erzeugen, ideal ist es, wenn Sie diese beiden Zahlen, das C und das Nmax, als Primzahlen wählen. Das hat irgendwelche zahlentheoretische Hintergründe, auf die ich hier nicht eingehen will. Je weniger Teiler die beiden Zahlen haben und vor allem je teilerfremder die beiden Zahlen auch zueinander sind, umso besser ist aus mathematischen Gründen, die sich auch im Experiment bestätigen, das Kollisionsverhalten. Umso weniger Kollisionen haben Sie im Durchschnitt, wenn Sie ein Element einfügen oder dann suchen. So, und das ist schon das, was man die Standard Herangehensweise, wenn Ihr Schlüsselwert eine nicht negative ganze Zahl ist. Das ist die Standard-Herangehensweise für das Beispiel für Wörterbücher, wenn Ihre Schlüsselwerte Strings sind. Ist jetzt nicht viel anders als das erste Beispiel, nur ein bisschen aufgebläht, wenn man so will. Ja? Ihren String, das sollen die Zeichen des Ups. Das hier, die XI sollen die Zeichen des Strings sein. Von Index 1 bis Index K habe ich die jetzt indiziert. Das sollen die Zeichen des Strings sein in aufsteigender Reihenfolge. Also bei Apple dann eben A, P, P, L, E. Und das sind natürlich Zahlen. Ja, jedes Zeichen, egal welchen Zeichensatz Sie zugrunde legen, ASCII, Unicode, Isoletten, 1, was immer Sie zugrunde legen, jedes Zeichen ist eine Zahl, die Zahl, mit der dieses Zeichen kodiert ist. Und genau nichts anderes als diese Zahl ist intern im Computer gespeichert. Und damit können wir, mit diesen Zahlen können wir natürlich wie mit jeder anderen Zahl rechnen. Wir können genau dasselbe machen wie eben mit dem Einzelnen. Achso, ich sollte noch sagen, es sind nicht nur irgendwelche Zahlen, sondern es sind nicht negative ganze Zahlen. Und genauso wie wir eben mit der einzelnen nicht negativen ganzen Zahl als Schlüsselwert herumhantiert haben, können wir das jetzt mit diesen ganzen Zahlen, mit diesen mehreren Zahlen machen. Jede einzelne Zahl hernehmen mit einem hohen Wert einer Primzahl, unterschiedlichen Primzahlen, also das Verhalten sowohl aus mathematischer Betrachtung her als auch im Experiment ergibt sich, wenn Sie hier unterschiedliche Primzahlen hernehmen, dann bekommen Sie das bestmögliche Verhalten, die geringste Anzahl von Kollisionen im Durchschnitt. Sie summieren das alles auf. Sie wollen ja am Ende eine Zahl haben, also müssen Sie diese einzelnen Zahlen, die Sie berechnet haben, irgendwie aggregieren. Und die einfachste Möglichkeit ist, indem Sie die Summen bilden. Und dann machen Sie wieder dasselbe wie eben. Sie wollen ja schließlich einen Index des Arrays, der Hash-Tabelle haben, also von 0 bis nmax minus 1, also nehmen Sie wieder modulo nmax und bekommen damit automatisch einen dieser Werte heraus. So, das ist im Prinzip, wenn da nicht noch eine Kleinigkeit wäre, über die wir gleich auf den nächsten Folien sprechen müssen, ist das im Prinzip auch schon für die beiden häufigsten Fälle ganzzahlige nicht negative ganzzahlige Schlüsselwerte und Strings als Schlüsselwerte die entsprechende typische Standard-Herangehensweise. Natürlich muss man das nicht so machen. Es gibt auch eine ganze Menge von Ansätzen, das anders handzuhaben. Brauchen wir uns hier aber nicht befassen. Hier geht es vor allem ums Prinzip und da reicht uns erst einmal, da reichen uns die einfachsten Ansätze, die sowieso am weitesten verbreitet sind, soweit ich weiß. So, wir haben noch ein Problem dabei.
Wir haben jetzt munter multipliziert und wir haben, und das stand so auf der Folie ja drauf, mit möglichst großen, mit ordentlich großen ganzen Zahlen sollte multipliziert werden. Und im zweiten Fall mit den Strings haben wir dann noch die Produkte, die wir so generiert haben, alle aufaddiert. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit den Standarddatentypen, die Sie so beispielsweise in Java zur Verfügung haben. In Java ist es ja so, dass festgelegt ist, wie viel Bit, wie viel Byte jeder einzelne der Standarddatentypen hat. Das ist beispielsweise bei C, C++ nicht so festgelegt, sondern plattformabhängig. So, bei Java ist es aber festgelegt. Und der Datentyp, den Sie meistens nehmen, 32-Bit, da bekommen Sie als größte Zahl, die Sie überhaupt nur darstellen können, 2 hoch 31 minus 1. Was ist das ungefähr? Wir hatten es schon, 2 hoch 10 ist ungefähr 10 hoch 3.000. 2 hoch 20 ist dann ungefähr eine Million. 2 hoch 30 ist dann ungefähr eine Milliarde. Das heißt, 2 hoch 31 ist ungefähr 2 Milliarden. Genau ist es 2,4 irgendwas Milliarden. Naja, da kommt man natürlich ganz schnell drüber. Ja, also Int reicht nicht aus, um die Schuldenlast der Stadt Darmstadt in Euro auszudrücken. Da kommen wir natürlich erst recht mit unseren Multiplikationen darüber. Und auch Long verschafft uns natürlich ein bisschen mehr Luft. Bei 64 Bit entsprechend 2 hoch 63 minus 1. Aber auch da kommen wir natürlich potenziell ziemlich schnell drüber. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben lange Strings, Sie multiplizieren jedes Zeichen als Zahl mit einer großen Primzahl, addieren das Ganze auf. Das kann auch schon mal, wenn Sie über die 2 hoch 63 kommen. Also wir müssen potenziell was tun. Wir können ganz schnell einen Overflow kriegen, bei Strings natürlich noch schneller. So, was kann man da tun? Nehmen wir erst einmal den einfachen Fall, die ganzzahligen, die nicht negativen ganzzahligen Keys, also das, was wir als erstes betrachtet haben. Was kann man dann tun, um das Problem in den Griff zu bekommen? Was man da tun kann, ist, dass man nicht den Key noch nicht gleich mit der großen Primzahl multipliziert, sondern dass man den Key erst hernimmt und modulo noch einer anderen Primzahl nimmt. Also es müssen keine Primzahlen sein, aber es ist sehr empfehlenswert, Primzahlen zu nehmen für das Laufzeitverhalten. Wir nehmen erst den Schlüsselwert modulo einer Primzahl. So, was hat das für eine Konsequenz? Also erstmal nehmen wir den Schlüsselwert modulo dieser Primzahl und das Ergebnis multiplizieren wir mit der großen Zahl C. Was hat das für eine Konsequenz? Das hat zunächst mal die Konsequenz, der Schlüsselwert ist kleiner als dieses P hinterher. Nach der Modulo-Bildung ist das Ergebnis kleiner als P. Und wenn wir jetzt P und C so wählen, dass das Produkt aus beidem keinen Overflow ergibt, dass das Produkt aus beidem nicht größer als Max-Value wird, dann kann nichts mehr passieren. Schlüsselwert modulo P gebildet, ergibt einen Wert echt kleiner P, multipliziert mit C, kann nichts passieren, wenn diese Bedingung, dieser Größenvergleich P mal C kleiner Max-Value eingehalten wird, wenn P und C so gewählt sind. Dasselbe, bei Strings haben wir natürlich noch ein größeres Problem, weil wir ja noch summieren. Da müssen wir noch einen Zusatztrick anwenden, rechtzeitig, bevor wir einen Overflow produzieren, machen wir was Ähnliches wie da oben bei den nicht negativen ganzen Zahlen, nämlich, dass wir eine Zwischensumme, die wir produziert haben, auch wieder Module einer Primzahl nehmen, damit das Ergebnis wieder gestutzt wird auf eine Größenordnung, die uns keine Probleme macht. So wie hier der einzelne Schlüsselwert
gestutzt worden ist durch Modulobildung auf eine Größe, die uns keine Probleme macht. Das kann man, um auf der sicheren Seite zu sein, mit jeder Zwischensumme machen. Also nachdem wir zwei Werte zusammenaddiert haben, das bisherige Zwischensumme plus dem neuen Produkt, dem nächsten Produkt, dann wieder Modulo einer Primzahl nehmen. Und das beste Laufzeitverhalten wird man typischerweise bekommen, wenn auch das wieder alles unterschiedliche Primzahlen sind. Es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, nämlich indem Sie sich von der Beschränktheit der eingebauten Datentypen freimachen und statt mit Short, Int und Long mit einer Klasse arbeiten, mit der Klasse Big Integer, die Sie im Paket Java Lang finden. Das erlaubt beliebig große ganze Zahlen, hat den Vorteil, dass potenziell das Streuverhalten besser ist, weil Sie nicht solche Tricks machen müssen mit Zurechtstutzen durch Modulo nehmen, hat aber natürlich umgekehrt den Nachteil, dass die Laufzeit für die ganzen arithmetischen Operationen bei dieser Klasse natürlich massiv größer sind als auf den eingebauten Datentypen. Also was jetzt besser ist, ob Sie diese Tricks da oben hernehmen in den ersten beiden Punkten oder ob Sie mit Java Lang Big Integer arbeiten, das müsste man gegebenenfalls situationsabhängig ausprobieren. Das kann man nicht allgemein sagen, das kann man nicht für Ihr konkretes Anwendungsszenario vorhersagen. So, damit habe ich für diese Vorlesung alles gesagt, was es zu diesem konkreten Punkt zu sagen gibt, zu dem konkreten Punkt, wie man jetzt einen Schlüsselwert auf eine Adresse projiziert, wo dieser Schlüsselwert, wenn es geht, also wo der erste Versuch stattfindet, wo dieser Schlüsselwert, wenn es geht, ohne Kollision zu speichern wäre, falls da noch nichts anderes gespeichert ist. Aber über das Thema kann man natürlich beliebig viel weiteres sagen. Wenn Sie in Lehrbücher hineinschauen, da gibt es typischerweise ein Kapitel über Hash-Tabellen, wo Sie eine ganze Menge mehr dazu finden als diese Beispiele, die ich genannt habe, wo Sie noch andere Möglichkeiten finden, sowas zu realisieren. Für uns hier in der AUD, in dieser Zweisemesterveranstaltung, wo es ja eigentlich mehr um einen ersten Einblick, um ein Verständnis geht, soll das reichen. Das Verständnis, was ich Ihnen hier mitgeben möchte, sollte ausreichen, dass Sie gegebenenfalls, wenn Sie das Thema weiter interessiert, dann in Lehrbüchern oder in anderen Quellen dann auch gut verstehen, was es da noch für Alternativen zu den von mir vorgestellten Möglichkeiten gibt. Gibt es an dieser Stelle Fragen? Ich sehe niemanden. Gut. Den können wir dann wegnehmen. So. Das, was wir eben gesehen haben, war, wie man auf die erste Adresse in der Hash-Tabelle, auf den ersten Index kommen kann. In der Hoffnung, dass man dort kollisionsfrei, dass dort schon Platz ist, dass man dort kollisionsfrei den Schlüsselwert einspeichern kann, beziehungsweise wenn man ihn sucht, dass man ihn dort schon findet. Wir haben aber gesehen, dass es natürlich immer Kollisionen geben kann. Wir können noch so viel mit Primzahlen herumhantieren, um nach Möglichkeit die Anzahl der Kollisionen im Durchschnitt zu verringern. Aber wir werden es nie ganz schaffen. So, das, was Sie in dem Beispiel gesehen haben, ist das, was Sie auch auf dieser Folie sehen. Das trägt den Namen, also erstmal generell heißt es Probing, dass Sie eben einen Index nach dem anderen ausprobieren, einen Versuch nach den anderen machen, ob Sie nicht doch einen noch leeren
Array-Index finden, wo Sie das Element speichern können. Beziehungsweise beim Suchen dann eins nach dem anderen durchgehen, bis Sie das Element, was Sie suchen, den Schlüsselwert gefunden haben oder bis Sie auf einen freien Platz gekommen sind und wissen, dass der Schlüsselwert, den Sie suchen, gar nicht im Hash-Tabelle drin ist. So, was heißt Linear Probing? Das heißt, wie wir Sie das gesehen haben, jeder Versuch immer ein Index weiter. Wenn es bei dem ersten Versuch nicht geklappt hat, dann eins nach rechts. Wenn es da nicht klappt, wenn da immer noch eine Kollision ist, wieder eins nach rechts. Wenn es da nicht klappt, wieder eins nach rechts und so weiter und so fort. Und wenn Sie ganz rechts angekommen sind, machen Sie halt links weiter. Das können Sie mit einer Fallunterscheidung machen, dieses links weitermachen, wenn am rechten Ende angekommen ist, dass Sie sagen, wenn der letzte Index, den ich betrachtet habe, tatsächlich der letzte Index der Hash-Tabelle ist, der größte Index der Hash-Tabelle ist, nmax minus 1, dann soll der nächste Index wieder 0 sein, ja, Fallunterscheidung, ansonsten 1 weiter nach rechts, 1 größer. Oder hier als Formel formuliert, können Sie wieder auch mit Modulo nmax arbeiten. Würde man vielleicht nicht so implementieren, man würde vielleicht doch eher die Fallunterscheidung implementieren aus Laufzeitgründen. Weiß ich nicht. Aber so geht es auch. Denn was ist das Verhalten von Modulo nmax, wenn Sie immer größer werden und irgendwann bei nmax minus 1 angekommen sind? Ja? Wenn Sie... Was sehen wir hier? Hier sehen wir die Adresse des allerersten Versuchs. Der Index, an dem wir zuerst versucht haben, dieses Element, diesen neuen Schlüsselwert einzuspeichern. Und wie kann man das ausdrücken, dass man jedes Mal eins weitergeht? Indem man die Anzahl der Versuche drauf addiert, muss man noch gucken auf plus minus 1, dass das passt. Also beim ersten Versuch soll hier plus 0 stehen. Das erreichen wir, indem wir plus i minus 1 addieren. Beim zweiten Versuch soll hier plus 1 stehen. Das erreichen wir auch, indem wir plus i minus 1 hier hinschreiben. Ja, also hier sehen Sie die Indizes. Solange wir weiter nach rechts gehen, erster Index, das ist hier, plus beim zweiten Versuch plus 1, beim dritten Versuch plus 2, beim vierten Versuch plus 3 und so weiter. Das sind die Indizes, die wir durchgehen. Und wenn Sie jetzt sich vorstellen, wenn das immer weiter nach rechts geht, wenn das immer weiter 1 größer wird, weil i, die Nummer unseres Versuchs, immer weiter steigt und wir immer nur Kollisionen haben und immer weiter suchen müssen wegen der Kollision, dann kommen wir irgendwann auf nmax minus 1. Und wenn wir dann noch plus 1 addieren, dann kommen wir wieder auf 0 durch Modulo-Bildung nmax. Ja, Modulo nmax sorgt automatisch dafür, dass wir, wenn wir immer um 1 addieren und dann jeweils Modulo nmax nehmen, dass wir immer bei nmax minus 1 Schluss machen und beim nächsten Schritt um plus 1 wieder bei 0 ankommen. Bei 0 geht es dann weiter. Das heißt, das ist eine Formel, die genau das ausdrückt, was wir eben in dem Beispiel gesehen haben. Wir versuchen es erstmal irgendwo, gemäß dem, was wir eben im vorhergehenden Foliensatz gesehen haben, und immer eins weiter und wenn wir am Ende angekommen sind, wieder nach vorne. So, das Problem mit linearem Probieren, das sehen Sie hier an dieser Folie, das hatte ich eben im Beispiel auch schon mal angedeutet. Ja, warten Sie. Wenn jetzt speichern Sie die Zitrone ein, ja, und jetzt als nächstes speichern Sie genau an derselben Stelle, wollen Sie an genau derselben Stelle etwas anderes einspeichern, noch eine weitere Obstsorte. So, erst sehen Sie das Problem mit linearem Probieren. Hier Kollision, weil die Zitrone schon da ist. Hier Kollision, weil wir da schon was hatten. Hier Kollision, hier Kollision, hier Kollision, hier Kollision. Hier endlich ein freier Platz. Ist eigentlich nicht das, was wir haben wollen, dass wir so viele Kollisionen haben,
bis wir einen freien Platz gefunden haben. Und das Ganze wird noch schlimmer. Jetzt stellen Sie sich vor, jetzt haben wir hier einen neuen Wert eingespeichert, hier. Und jetzt kommt wieder einer, der hier eingespeichert werden soll. Kollision, 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 Kollision. Weiter. Ja. Kollision, Kollision, endlich freier Platz. Sie sehen, dass das Problem mit linearem Probieren, allein an diesem Beispiel schon, denke ich, wird das deutlich. Lineares Probieren neigt zu Bildung solcher Cluster, solcher Intervalle von besetzten Werten, die dann auch zusammenwachsen. Ja? Wie gesagt, wenn Sie an dieser Stelle, egal wo Sie hier angefangen haben, Sie haben vielleicht hier angefangen, Kollision, 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 freien Platz besetzt, dann haben Sie plötzlich ein riesiges, langes Intervall von hier beginnen mit der Zitrone, hintenrum bis hier, und der nächste, der irgendwo hier in diesem Intervall landet, muss wieder alle Kollisionen durchgehen, bis er zum nächsten freien Platz kommt. Ja, es ist nicht nur so, dass diese Intervalle wachsen, sondern sie wachsen auch noch zusammen, wie man an diesem Beispiel sieht. Also eigentlich ist für die Illustration, die wir in dem Beispiel hatten, um mal reinzukommen, ist es vielleicht geeignet, aber für praktische Zwecke ist lineares Probieren nicht unbedingt die Methode der Wahl. So, der Vollständigkeit halber, weil es auch immer in der Literatur, in den Lehrbüchern vorkommt, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich da hinten, ich muss es ganz genau abpassen, wenn ich hier irgendwo hinkommen will mit dem Mauszeiger, dass ich nicht da drüben ganz links die Übersicht einblende. Weil es auch in den Lehrbüchern typischerweise vorkommt und weil es nicht viel Aufwand ist, das Ganze auch noch darzustellen und gut in die Logik hier an dieser Stelle hineinpasst, will ich auch noch Quadratisches probieren, sondern Ihnen zeigen, wie das aussieht. Das ist nicht viel anders als lineares Probieren, aber was wir hier haben, ist, dass wir nicht immer eins weitergehen, sondern quadratisch wachsende Schritte. Das sehen Sie hier unten. Hier steht nicht mehr i-1, sondern hier steht i-1 Quadrat. So, der erste Versuch ist wieder an derselben Stelle. Irgendwo, was uns unsere ursprüngliche Hash-Funktion sagt, da versuchen wir das als erstes. So, wenn wir jetzt den nächsten Versuch machen, weil hier eine Kollision ist, was kommt hier raus? Hier kommt 1 zum Quadrat raus, einen Schritt weiter, wie bei linearem Probieren. So, aber beim nächsten Mal kommt hier nicht 2 raus, sondern 4. Das heißt also 3 Schritte weiter. Und beim nächsten Mal kommt 9 heraus, 3 zum Quadrat, also von der 4 aus 5 Schritte weiter. Das nächste ist 16, also 7 Schritte weiter und so weiter und so fort. Was ist damit gewonnen? Was damit gewonnen ist, ist hier, dass diese Intervallbildung schon deutlich geschwächt wird. Schon deutlich nicht mehr so krass ist. Denn wenn Sie zweimal auf demselben Index beginnen, okay, dann durchläuft es dieselbe Folge von weiteren Indizes. 1 weiter, 3 weiter, dann irgendwo hin, 5 weiter bis zur 9, 7 weiter bis zur 16 und so weiter und so fort. Aber wenn zwei Schlüsselwerte an zwei verschiedenen Positionen beginnen, ja, Sie versuchen hier einen einzuspeichern, dann durchläuft es diesen Index, dann 5 weiter, dann 7 weiter und so fort. Und Sie wollen einen anderen Index beginnen hier ist Ihr erster Versuch, dann ist die Abfolge eine andere. Hier ist 1 weiter, hier ist 3 weiter, hier ist irgendwo 5 weiter, 7 weiter. Das heißt, wenn zwei Versuche nicht beim selben Index beginnen als dem ersten Versuch, wenn Sie beim Einspeichern zweier Werte nicht beim selben Index beginnen, sondern bei verschiedenen, dann werden tatsächlich
unterschiedliche Indexsequenzen durchlaufen. Wenn sie beide auf demselben ersten Index landen, selber erster Versuchsstelle, durchlaufen immer noch beide dieselben Indizes. Wir haben immer noch eine Kollision nach der anderen, so wie bei linearen Suchen. Aber wenn sie auf zwei verschiedenen Stellen beginnen, dann kollidieren die beiden nicht mehr miteinander. Die beiden kollidieren nicht mehr. Das heißt, dass man darf erwarten, was sich auch in der Praxis durchaus zeigt, dass das schon eine deutliche Verbesserung ist. Aber auf der anderen Seite ist quadratisches Probieren hat ein Manko, nämlich es werden nicht alle Indizes damit erwischt. Ja? Sie sind am ersten Index, also sie können beliebig oft durchlaufen. Sie können sich leicht Beispiele konstruieren, oder das ist eigentlich der Regelfall, wo sie nur auf einer Teilmenge aller Indizes in der Hash-Tabelle immer und immer wieder bis in alle Ewigkeit rumlaufen und andere Indizes erwischen sie nie. Es gibt aber noch eine Aussage dabei, wenn Nmax eine Primzahl ist, dann erwischen sie immer mindestens die Hälfte aller Indizes. Das sage ich einfach nur so nebenbei, das ist nicht weiter wichtig. Damit habe ich mich seinerzeit, als ich eine vergleichbare Veranstaltung belegt hatte, damit habe ich mich seinerzeit rumgequält. In den Lehrbüchern finden Sie das auch, ist aber meines Erachtens nicht so wichtig, dass ich Sie damit jetzt auch quälen müsste. Gut, aber wie geht man jetzt besser vor? Eine Verbesserung gegenüber dem bisher ist, dass Sie die Schrittweite, also wir hatten, ich gehe mal nochmal eins zurück, die Schrittweise beim linearen Probieren war immer eins weiter. Schrittweite war immer eins, von einem Versuch zum nächsten. Bei quadratischen Probieren war die Schrittweite immer wachsend, von einem Versuch zum nächsten, aber die Schrittweite war bei jedem, diese Schrittweitenabfolge war bei jedem Wert, den Sie ansprechen, in Folge derselbe, nämlich 1 zum Quadrat ist der nächste weiter nach rechts, dann 2 zum Quadrat, 3 zum Quadrat, 4 zum Quadrat und so weiter und so fort. Hier ist das jetzt anders. Das ist wieder die Adresse, bei der Sie beginnen, Ihren allerersten Versuch. Und durch eine zweite Hash-Funktion, die genauso gebastelt ist wie Ihre erste, mit einer anderen Primzahl, sinnvollerweise, mit anderen Primzahlen, aber die genauso strukturiert sein darf wie die erste, legen Sie für jeden einzelnen Schlüsselwert, den Sie einspeichern wollen, eine individuelle Schrittweite fest. Das heißt, was ist das hier für eine Abfolge von Indizes, an denen versucht wird, das Element zu speichern bzw. zu finden? Wie immer ist das hier der erste Index, an dem wir versuchen, das Element zu speichern bzw. zu finden hinterher. Dann, weil hier steht ja dann, beim ersten Versuch steht eine 0, das heißt, dieses Produkt fällt beim ersten Versuch wieder weg. Beim zweiten Versuch steht hier eine 1, das heißt, diese wieder durch eine Hash-Funktion definierte Schrittweite, um so viel geht er weiter nach rechts. Und dieser Wert, der hier steht, dieser Funktionswert, ist individuell für jeden einzelnen Schlüsselwert. Das heißt also, selbst wenn Sie zweimal mit zwei verschiedenen Schlüsselwerten am selben Index beginnen mit Ihrer Suche, der erste Versuch am selben Index, dadurch, dass die beiden Schlüsselwerte bei den weiteren Versuchen unterschiedliche Schrittweite haben, werden sie üblicherweise nicht mehr kollidieren. Zufällig kann es passieren, dass sie beide dieselbe Schrittweite hier bekommen, denn diese Hash-Funktion
Ja, sie sind ja auch natürlich nur begrenzt, aber im Allgemeinen werden das unterschiedliche Schrittweise sein. Das heißt also, wenn es am ersten Versuch eine Kollision gibt, wird es an den weiteren Versuchen in der Regel keine oder nur sehr seltene Kollisionen geben. Und das Ganze nehmen wir natürlich wieder modulo n max, damit wir immer dann, wenn wir am Ende angekommen sind, am Anfang wieder weitermachen. So, das ist schon eine Verbesserung. Und das Ganze kann man noch besser machen, nämlich, dass wir hatten jetzt zwei Dinge gesehen. Beim quadratischen Probieren war die Schrittweise unterschiedlich für jede Nummer eines Versuchs. Nach dem ersten Versuch, zum zweiten Versuch eine andere Schrittweite als zum dritten Versuch, als zum vierten Versuch, als zum fünften Versuch. Bei dem, was wir jetzt eben gesehen haben, hier, bei dem, was wir jetzt eben gesehen haben, ist die Schrittweite, um bei einem Element rumzusuchen, bei einem gegebenen Schlusswert einen Index nach dem anderen abzusuchen, immer dieselbe. Die Schrittweite ist immer dieselbe, aber sie ist individuell für den einzelnen Schlüsselwert. Also bei quadratischem Probieren individuell für die Nummer des Versuchs, aber fest für dieselbe für alle Schlüsselwerte. Hier auf dieser Folie jetzt fest für alle Versuche, aber individuell für jeden Schlüsselwert. Was liegt näher, als das beides zu kombinieren und individuell für jeden Schlüsselwert und individuell für jeden Versuch eine andere Schrittweite hinzukriegen. Dass wir jeweils eine eigene Hash-Funktion für jeden Versuchsnummer, die wir durchlaufen, eine eigene Hash-Funktion haben. Da muss man nicht jedes Mal eine neue Hash-Funktion implementieren. Wir haben ja gesehen, dass die Strukturen recht einfach sind. Multiplikation mit einer großen Primzahl, gegeben uns vorher Modulo-Bildung mit einer großen Primzahl, damit das Produkt nicht zu groß wird, bei Strings eben entsprechend mehr Primzahlen. Also wir können einmal die Hash-Funktion implementieren und dann dafür sorgen, einfach, dass für jedes i hier andere Primzahlen gewählt werden. Die haben wir uns einmal vorher generiert. Ja, Primzahlgeneratoren. Ich weiß nicht, ob in der Java-Standardbibliothek auch ein Primzahlgenerator ist, aber eigentlich könnte ich mir das gut vorstellen, dass es da einen gibt. Wenn nicht, wird man Primzahlgeneratoren leicht finden. So dass es überhaupt kein Problem ist, hier für jede dieser eigenen Hash-Funktionen, für jede Durchlaufnummer, für jeden Versuchsnummer eine eigene Hash-Funktion zu bauen mit eigenen Primzahlen, wo dann jeweils der Key reinkommt und damit ist es individuell für jeden Versuchsnummer und individuell für jeden Schlüsselwert. Und das ist das, was wir jetzt hier auf dieser Folie sehen. Das ist so im Prinzip der Stand, das, was man sinnvollerweise in praktischen Anwendungsszenarien machen würde. Fragen an dieser Stelle? Gut, also lassen Sie das ein bisschen noch auf sich wirken. Im Nachgang spielen Sie entsprechend mit Nabla da herum, um das Ganze auch nochmal von praktischer Seite her zu sehen. Es haben übrigens schon die ersten Leute ihre Klausurzulassung in diesem Semester geschafft. Durch Herumspielen mit Nabla und Co. und die entsprechenden Testierungen. Es sind schon die ersten Bonusse sogar schon erreicht worden. Wollte ich nur mal gesagt haben. So. Das Ganze nochmal abstrakt gesehen. Der Name, unter dem Sie solche Datenstrukturen typischerweise finden, wie wir sie hier betrachtet haben, ist Map. Map heißt Verschiedenes im Englischen, das heißt zum Beispiel Landkarte. Unter dem Namen kennen Sie es vielleicht aus dem Englischunterricht.
Es heißt unter anderem auch Abbildung, mathematische Abbildung. Und genau darum geht es letztendlich hier. Sie haben einen, oder partielle Abbildung hier, um genau zu sein. Sie haben eine Schlüsselwertmenge aus der Gesamtmenge aller Strings oder aus der Gesamtmenge aller in Frage kommen, nicht negativen ganzen Zahlen. Und diese Schlüsselwertmenge speichern Sie zusammen mit dem, worauf jeder Schlüsselwert abgebildet wird, nämlich der zugehörige Information. Beim Einfügen fügen Sie also immer einen Schlüsselwert mit einer entsprechenden Information ein und beim Suchen geben Sie nur den Schlüsselwert ein und bekommen die Information, die dafür gespeichert ist, zurück. So, wie könnte man sowas in Java formulieren? Hier wäre eine denkbare Implementation. Es macht Sinn, das als ein Interface zu implementieren, denn das, was dieses Bild, das Sie hier gesehen haben, das kann man natürlich auch auf verschiedene Arten und Weisen implementieren. Als Hash-Tabelle, so wie wir das hier gesehen haben, aber auch Hash-Tabellen kann man unterschiedlich implementieren. Es kann durchaus Sinn machen, in einer Bibliothek mehrere verschiedene Klassen für Hash-Tabellen zu haben, die alle dann dieses Interface implementieren. Es muss aber auch nicht nur eine Hash-Tabelle sein. Für manche Anwendungsszenarien mag es sinnvoll sein, eine andere Form der Implementation zu finden. Bounded Map, weil wir von vornherein sagen, nur so und so viele Elemente dürfen, nur so und so viele Schlüsselwerte mit zugehörigen Informationen werden gespeichert. Denn wir müssen ja das Array vorher festlegen, das Array müssen wir vorher einrichten und wir können natürlich nicht mehr Schlüsselwerte einspeichern, als in diesem Array Platz haben. Im Gegenteil, wir wollen sogar möglichst noch weniger Schlüsselwerte einspeichern, viel weniger Schlüsselwerte einspeichern, als in dem Array Platz haben, denn je dünner besetzt das Array ist, umso weniger Kollisionen gibt es. So, also ein Interface, Bounded Map, das sich mit der Schlüsselwertmenge und mit der Schlüsselwerttyp und dem Informationstyp generisch parametrisiere. Es gibt keinen Grund, wie wir es immer gesehen haben. Ja, es zieht sich durch die ganze AOD durch und darüber hinaus. Es gibt überhaupt keinen Grund, eine Bounded Map, eine beschränkte Map, fällt mir jetzt nicht ein, wie man das hier in dem Kontext, ich weiß nicht, ob es überhaupt Versuche gibt, Worte wie Map ins Deutsche zu übersetzen. Es gibt überhaupt keinen Grund, so etwas zu implementieren, nur für eine Schlüsselwertmenge, für einen Schlüsselwerttyp und für einen Informationstyp. Man kann es ein für alle Mal implementieren für jeden Schlüsselwert, für jeden Schlüsselwerttyp und für jeden Informationstyp. So, und dann sind das die beiden Methoden, die man haben will. Ja, in den Feinheiten würden sich diese Designs unterscheiden. Ich weiß nicht, ob mein Design dem entspricht, wie es in der Java Standardbibliothek ist, aber es wird nicht so viel anders sein. Sie übergeben einen den Schlüsselwert und was Sie zurückbekommen wollen, ist die zugehörige Information. Und wenn Sie auf der sicheren Seite sein wollen, dann fangen Sie noch ab, ob der Schlüsselwert übergeben wurde 0 ist, sodass Sie also eine falsche Eingabe haben und in dem Fall soll dann die entsprechende Exception, die Null-Pointer-Exception geworfen werden. Die müssen Sie nicht angeben in der Throws-Klausel, weil es ja eine von den Exceptions ist, die von, wie heißt die Exception-Klasse, von der diese Standard-Exception-Klassen abgeleitet sind. Mist, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Interrupt-Exception, wie heißt das Ding? Runtime-Exception, danke. Gut, aber hier schadet auch nichts. Auch die Runtime-Exceptions, die potenziell geworfen werden in der Throws-Klausel, anzugeben. So, Sie haben jetzt noch die Methode Insert, um Elemente hinzuzufügen. Natürlich können Sie Find und Insert mischen. Sie können auch erst einmal mit einem teilweise aufgebauten Wörterbuch
arbeiten und später fügen Sie neue Elemente ein. Aber die normalen Standardanwendungen sind so, erst wird alles eingefügt und dann wird gesucht. So, beim Einfügen geben Sie einen Schlüsselwert an und die zugehörige Information, die zu diesem Schlüsselwert eingefügt werden soll. Insert hat, ich denke auch in der Java Standardbibliothek und so auch hier, eine Semantik, die ein bisschen, der Name Insert nicht hundertprozentig zutreffend ist. Die Semantik von Insert ist, wenn der Schlüsselwert zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Bounded Map drin ist, dann wird dieser Schlüsselwert zusammen mit dem angegebenen Informationen eingespeichert. Wenn aber dieser Schlüsselwert schon drin ist, dann wird er nicht nochmal eingespeichert, denn hier ist es natürlich essentiell, dass jeder Schlüsselwert nur einmal vorkommt. Ja, wir hatten vorher beim Sortieren, bei den Listenstrukturen, den Baumstrukturen, hatten wir immer uns die Freiheit genommen, dass durch Duplikate der Schlüsselwerte vorkommen können. Das können wir uns bei einem Wörterbuch nicht leisten. Ja, jeder Schlüsselwert kann höchstens einmal vorkommen mit der zugehörigen Information. So, was passiert jetzt, wenn wir Insert aufrufen mit einem Schlüsselwert, der schon in dem Bounded Map drin ist? Das kann man jetzt, da kann man der Methode Insert für diesen Fall verschiedene Semantik geben. Und die Semantik, die hier gegeben ist, ist, der alte Wert an Informationen, der zu diesem Schlüsselwert schon dazu gespeichert ist, wird überschrieben durch diesen neuen Wert. Und damit der alte Wert nicht verloren geht, wird er zurückgeliefert durch Insert mit Return. So dass man noch die Chance hat, den alten überschriebenen, ja, wenn Sie, Sie können auf diese Art und Weise, also nehmen wir mal an, in unserem Beispiel, dass wir hatten da Apricot mit der, als Schlüsselwert, mit Aprikose als Übersetzung und stellen fest, dass wir eigentlich eine andere Information für Apricot, für diesen Schlüsselwert speichern wollen. Das können wir mit Insert, so wie die Semantik hier ist, machen. Dann geben wir die neue Information hier, dann wäre hier der Schlüsselwert Apricot wieder. Und die neue Information, die wir dem Schlüsselwert Apricot geben wollen, würden wir hier übergeben. Und die alte Information, die wir vorher eingespeichert haben, das deutsche Wort Aprikose, das würden wir hier zurückbekommen und entweder ignorieren, weil uns dieser alte Wert nicht mehr interessiert, oder wenn er uns interessiert, dann haben wir damit die Chance, diese alte Information zu Apricot zu retten und zu speichern, zu verarbeiten, was auch immer. Auch hier kann eine Null-Pointer-Exception geworfen werden. Ich habe mir hier die Freiheit genommen, eine Exception-Klasse noch hinzuschreiben, die meines Wissens in der Standardbibliothek nicht vorkommt, die ich mir also selber basteln müsste dazu, die ich Already Full Exception nenne. Ja, das brauchen wir hier, denn wir haben eine Bounded Map, eine beschränkte hier oben, eine beschränkte Map. Wir haben eine Maximalzahl von Schlüsselwerten, die wir überhaupt einspeichern können. Und wenn wir jetzt diese Maximalzahl schon erreicht haben und immer noch was einfügen wollen, dann sollte natürlich nicht passieren, dass dieses neue Element eingefügt wird. Wo denn auch? Ist ja kein Platz mehr da. Sondern das, was in Java typischerweise in so einem Fall, in so einer Ausnahmesituation passiert, ist, dass eben eine Ausnahme, eine Exception geworfen wird. Und Sie wissen das ja, man definiert sich dann eine Exception mit einem hoffentlich aussagekräftigen Namen, mit aussagekräftigen Informationen in dem Objekt, was da geworfen wird. So, hiervon könnte man dann etwa eine Hashmap implementieren lassen, die implementiert die Bounded Map hier. Und die Hashmap hat natürlich sinnvollerweise dieselben generischen Parameter, der Schlüsselwerttyp und der Informationstyp. Auch bei der Hashmap gibt es überhaupt keinen Grund,
hier von der Generizität abzuweichen. Oder dass wir schon eine HashMap-Klasse definieren, die speziell für nicht negative ganze Zahlen als Schlüsselwerte arbeitet. Dann würde man hier die Generizität auflösen. Dann hätten wir nicht mehr einen generischen Schlüsselwerttyp, sondern dann hätten wir die Klasse Integer beispielsweise. Oder die Klasse String, wenn wir eine HashMap implementieren wollen, die nur für Strings als Schlüsselwerte geeignet ist. Und das ist die Stelle, wo es sich natürlich anbietet, die Größe des Arrays zu definieren, im Konstruktor dieser Klasse. Ja, wenn wir ein HashMap-Objekt einrichten, dann übergeben wir Was sinnvoll ist, hier zu übergeben, ist nicht die Größe des Arrays. Denn die Größe des Arrays ist eigentlich ein internes Implementationsdetail. Was hier übergeben werden sollte, das muss natürlich entsprechend auch dokumentiert sein in der Dokumentation der Klasse, was hier übergeben werden sollte, ist die Maximalzahl von Schlüsselwerten, die Sie einspeichern wollen. Ja? Sie wollen 10.000 Wörter in Ihrem Wörterbuch einspeichern, also übergeben Sie hier die Zahl 10.000. Und intern wird der Konstruktor ein Array einrichten, das groß genug ist, um diese 10.000 Schlüsselwerte zu speichern. Ja, wenn Sie die Klasse so implementiert haben, dass sie knickrig mit Speicherplatz umgeht, dann werden das nur diese 10.000 sein. Wird das Array die Größe 10.000 haben, aber das ist überhaupt nicht sinnvoll, weil dann die Zugriffszeiten durch viel zu viele Kollisionen vermasselt werden. Es ist viel sinnvoller dann, wie ich das vorhin sagte, 11.000, 12.000, damit kriegt man schon ein bisschen Luft in die Hash-Tabelle rein, oder 20.000, 30.000, 100.000. Dass die Hash-Tabelle so groß zu dimensionieren, ja, wenn Sie sich vorstellen, 10.000 Elemente wollen Sie einspeichern, Sie übergeben hier die Zahl 10.000 und das Array hat 100.000 Elemente, dann heißt das, wenn Sie alle Schlüsselwerte eingespeichert haben, haben Sie eine Dichte von 10%. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie das nochmal abstrahieren von den Beispielen, die Sie hier gesehen haben, dass dann bei einer Dichte von 10%, wenn Sie das mit den Kollisionen vernünftig hinkriegen, die Hash-Funktion vernünftig definieren, dass Sie da kaum Kollisionen haben. Dass die Zugriffszeiten dementsprechend schnell sind. Den anderen Fall möchte ich auch noch ansprechen. Es gibt die Situation, dass Sie nur Schlüsselwerte speichern wollen, aber keine Informationen dazu. Warum will man das? Wenn Sie beispielsweise durch ein Labyrinth gehen, wir werden später noch durch ein Labyrinth gehen, nämlich bei der Suche von schnellsten Verbindungen von A nach B in Straßennetzen und Ähnlichem. Das ist ja auch sowas Ähnliches wie Labyrinth. Dann ist es sinnvoll, sich zu merken, wo Sie überall schon waren. Ja, jede Stelle, die Sie gesehen haben, speichern Sie sich in Ihrer Hash-Tabelle ein. Da war ich schon, das habe ich schon gesehen, diesen Punkt. Und wenn Sie dann später irgendwo hinkommen und feststellen, da war ich schon, weil in Ihrer Hash-Tabelle dieser Ort schon gespeichert ist, dann wissen Sie, Sie müssen von dort aus nicht mehr weiter die weiteren Gänge durchsuchen. Sie können jetzt wieder zurückgehen. Ja, es ist manchmal sinnvoll zu wissen, also diese Datenstruktur, dieses Interface ist immer dann sinnvoll, wenn Sie wissen wollen, was habe ich schon gesehen, was habe ich noch nicht gesehen. Oder beispielsweise, wenn Sie einen Quelltext kompilieren wollen, wenn Sie einen Compiler schreiben, der einen Java-Quelltext oder ähnliches kompilieren soll, dann werden Sie irgendwo die Bezeichner sammeln, die Sie alle schon, die in dem Quelltext vorkommen. Und da ist es natürlich sinnvoll, dass Sie nicht einfach jeden Bezeichner, den Sie sehen, reinpacken in Ihre Sammlung, sondern erst gucken, habe ich den schon gesehen oder habe ich den noch nicht gesehen? Und wenn Sie den noch nicht gesehen haben, dann wird er reingepackt und wenn Sie den schon gesehen haben, wird er nicht reingepackt. Ja, ein einfaches Anwendungsbeispiel,
wo man gerne wissen möchte, was habe ich schon gesehen und was habe ich noch nicht gesehen. Aber im Gegensatz zum bisherigen brauchen wir keine weiteren Informationen dazu. Es reicht uns einfach die Information, was ist da, was ist nicht da. Sodass wir also eine verkürzte Variante der Bounded Map haben, Bounded Set. Sie finden auch den Namen Hash Set in der Java Standard Bibliothek und den Namen Hash Map dazu. Genauso wie ich sie hier verwende. Sodass Sie das dort, was ich hier sage, dort in der Standardbibliothek wiedererkennen können. So, hier brauchen wir dann nur den Schlüsselwerttyp, weil wir keine Informationen zu jedem Schlüsselwert speichern. Wir geben jetzt keine Informationen zurück, also keine dazu gespeicherte Information, sondern einfach nur das eine Bit, ob der Schlüsselwert, den wir suchen, drin ist oder ob er nicht drin ist. In diesen Anwendungsszenarien, von denen ich gesprochen habe, reicht uns das als Information. Was wir durch das Suchen des Schlüsselwertes herausfinden wollen, ist dieser Schlüsselwert gerade drin oder ist er nicht drin? Gut, kann natürlich auch wieder Null-Pointer-Exception werfen, wenn Sie hier wieder Murks gemacht haben und hier Null übergeben. Kein valider Schlüssel, also wird da was geworfen. Und beim Einfügen fügen Sie natürlich auch nur einen Schlüsselwert ein. Und anstatt die alte, also keine Information fügen Sie neu ein, und anstatt die alte Information zurückzuliefern, das hatte ich jetzt vergessen zu sagen, da gehen wir mal ganz schnell zurück. Hier, in dem Fall bei Insert, wenn Sie einen neuen Schlüsselwert, wenn Sie einen schon gespeicherten Schlüsselwert hier haben, wird, wie ich sagte, der alte Wert durch den neuen Wert überschrieben und hier wird der alte Wert zurückgegeben. Aber ich glaube, ich habe vergessen zu sagen, was zurückgegeben wird, wenn dieser Schlüsselwert neu ist, wenn er noch nicht drin ist. Dann wird hier 0 zurückgegeben als Information dafür, dass dieser Schlüsselwert noch nicht drin war. Diese Information können Sie nutzen, wenn sie Ihnen hilfreich erscheint, müssen Sie nicht. So. Hier wieder dann zur Hash-Set. Da bekommen Sie dann entsprechend auch nur die Information, Sie bekommen keine zum Schlüsselwert gespeicherte Information zurück, sondern Sie bekommen auch hier wieder nur das Bit zurück. Der Schlüsselwert, den ich hier einfügen wollte, war schon vorher drin und ist deshalb nicht nochmal eingefügt worden. Oder der Schlüsselwert war noch nicht drin und ist deshalb eingefügt worden. Ich glaube, im letzteren Fall wird True zurückgeliefert. So können Sie sich die Implementation vorstellen und wie die Methoden implementiert werden. Also wir haben jetzt hier die Schnittstellen nach draußen gesehen, die Public-Teile, Interface und implementierende Klasse. Wie die implementiert werden intern, ja, das haben Sie vorher gesehen mit den mathematischen Formeln, mit den F-Funktionen. Diese Methoden implementieren Sie, indem Sie diese Formeln, die Sie hier gesehen haben, in Java übersetzen, mit Vorschleife bei Strings, die alle zu addieren und so weiter und so fort und dann das Ganze mit Leben zu füllen durch die verschiedenen Primzahlen oder sonstige Werte, die da noch hinzukommen. Das brauchen wir jetzt hier, denke ich, nicht zu implementieren, ist auch in diesem Foliensatz nicht implementiert. Fragen an dieser Stelle? Gut. Was sagt die Zeit? Noch 5 Minuten. Aha. Dann können wir diesen Punkt noch betrachten. Vielleicht nur ganz grundsätzlich, also die vielleicht ganz grundsätzlich, wie können Sie solche Arrays basteln, solche als Hash-Tabelle, indem Sie, also in der Situation, die Sie in dem Beispiel gesehen haben, mit Schlüsselwert und zugehöriger Information, indem Sie so ein Item im Englischen, ein einzelnes Ding, ein einzelnes Stück mit einem Schlüsselwert und einem zugehörigen Informationen speichern. Hier wäre, so könnte der Konstruktor aussehen, dass Sie Schlüsselwert und Informationen übergeben und in den beiden Werten, in den beiden Attributen speichern. Die beiden Attribute können public sein, weil diese einzelnen Array-Komponenten natürlich
nach außen hin versteckt werden, dass die sind nur sicht, diese ganze Klasse ist nur sichtbar für die Bounded Map Klasse, für die HashMap Klasse. So, dass Sie jetzt die Klasse HashMap implementieren können. Hier ist die Hash-Tabelle, der Typ, den wir eben deklariert haben, den wir eben eingeführt haben, ist dann der Komponententyp der Hash-Tabelle. Sie speichern sich hier die, die Möglichkeit, also die Anzahl der Elemente, der Schlüsselwerte, die tatsächlich momentan gespeichert sind. Und Sie müssen ja irgendwas haben zum Vergleich, um auszutesten, diese zwei Schlüsselwerte sind gleich, diese zwei Schlüsselwerte sind ungleich. Eine Möglichkeit, nicht die einzige Möglichkeit, ist das, was wir wieder immer beim Sortieren hatten oder bei Suchbäumen. Da haben wir meistens Größen, uns für Größenvergleich interessiert, aber natürlich kann man einen Comparator auch verwenden, um zu, festzustellen, ob zwei Werte gleich sind. In dem Fall würde Methode Compare 0 zurückliefern. So, und dann würde man die HashMap so, den Konstruktor so implementieren, dass er, so wie wir es eben gesehen haben, die maximale Anzahl von Elementen speichert und den Comparator abspeichert. Und hier sehen Sie, dass diese Implementation das macht, wovon ich eigentlich abgeraten hatte, aber gut, das ist sozusagen die, die knickrige Version, die geizige Version von HashMap, dass gerade so viel Platz reserviert wird im Array, wie insgesamt an Schlüsselwerten maximal gespeichert werden sollen. Vom Zugriffsverhalten nicht besonders gut, vom Speicherplatz her natürlich optimal, aber in der Regel ist Speicherplatz nicht das Problem. In der Regel ist Zugriffszeit das Problem heutzutage. So, gut. Aus dem Video hatte ich das alles so, bin ich das alles Punkt für Punkt durchgegangen. Jetzt kann man sich Insert anschauen. Das ist die Schleife, mit der wir die einzelnen Indizes abgrasen, ob wir nicht endlich beim Einfügen einen freien Index haben. Sie sehen hier eine leere Fortsetzungsbedingung, die zu verstehen ist als True, das heißt also, eine leere Fortsetzungsbedingung ist immer wahr. Diese Schleife endet aus sich selbst heraus niemals. Sie endet natürlich dadurch, dass wir irgendwann mal einen Platz finden und deshalb 0 zurückliefern in dem Moment. Also, wir berechnen jedes Mal zuerst den Index mit den Formeln, die Sie da gesehen haben, wo ich gesagt habe, deren Implementation gucken wir uns nicht an. Und wenn Sie feststellen, dass an dieser Stelle noch nichts gespeichert ist, dann speichern Sie eben diesen neu einzufügenden Schlüsselwert mit seiner Information an dieser Stelle und da Sie jetzt fertig sind, liefern Sie 0 zurück. Sie haben diesen Index nicht, Sie haben diesen Schlüsselwert nicht gefunden, sondern Sie haben eine freie Stelle gefunden, das heißt, Sie wissen, dass dieser Schlüsselwert nicht drin ist. Sie liefern nach der Semantik, die ich gesagt hatte, 0 zurück. Und Sie sehen hier, die Methode ist noch nicht zu Ende. Das ist durch das Punkt, Punkt, Punkt dargestellt. Warum geht das jetzt nicht weiter? Warum? Achso, jetzt Punkt, Punkt, Punkt dargestellt. Der zweite Teil ist der, wenn Sie feststellen, dass an dem Index, wo Sie gerade stehen, das Element, der Schlüsselwert schon steht, durch das Compare gleich 0, dann retten Sie die bisherige Information, die dort bisher stand, überschreiben diese bisherige Information mit der neuen Information und liefern die gerettete Information zurück. So müssen Sie das machen, erst retten, dann überschreiben und dann das Gerettete zurückliefern. In der Reihenfolge müssen Sie es natürlich einhalten. So, wir sind gleich zu Ende. Jetzt nur noch mit Find und dann sind wir, glaube ich, durch. Auch hier wieder dieselbe
Schleife, die sämtliche Versuche durchläuft. So, wir suchen wieder den Index. Wir gucken uns den Index des nächsten Versuches an. Und wenn wir an dieser Stelle auf eine leere Array-Komponente stoßen, dann wissen wir, das Element, was wir suchen, ist nicht drin. Dann geben wir entsprechend 0 zurück, um anzuzeigen, dieses Element ist nicht drin. Wenn wir hingegen, das habe ich jetzt nicht mit dem Comparator gemacht, sondern einfach mit Operator gleich gleich. Ich gebe zu, da war ich ein bisschen faul. Es hat auch was damit zu tun, dass sonst das Ganze nicht in eine Zeile gepasst hätte. Und es hat vermutlich auch was mit der Tageszeit zu tun gehabt, als ich diese Folie gebastelt habe. Wenn wir den Schlüsselwert an dieser Stelle finden, an dem Index, wo wir gerade suchen, dann liefern wir den Value zurück, weil das die Logik von Find ist. Wenn wir den Schlüsselwert finden, liefern wir den Value zurück dazu. Und wenn wir den Schlüsselwert nicht finden, wenn wir wissen, dass er nicht drin ist, liefern wir 0 zurück. So, und damit bin ich mit diesem Foliensatz fertig und wir sind damit am Ende der Vorlesung für heute angelangt. Wir sind noch nicht ganz mit Hash-Tabellen fertig. Was wir beim nächsten Mal noch betrachten müssen, ist eine Laufzeitanalyse, eine Analyse der asymptotischen Komplexität. Für heute möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Ich möchte Sie daran erinnern, dass nächste Woche Donnerstag, 8 Uhr, werden Sie vermutlich hier vor verschlossenen Türen stehen. Und selbst wenn Sie reinkommen, wird Ihnen das nicht viel nutzen, weil die Vorlesung findet nicht statt. Wir haben am Donnerstag Feiertag, gesetzlichen Feiertag. So, vielen Dank für heute.